Es wird Zeit, unsere Reise im Life is Strange Universum fortzufahren. Mit der dritten Episode, nachdem wir in der letzten die Auswirkungen von Mobbing erlebt haben. In the previous episodes of Life is Strange. Wir jetzt auch noch mal sehen werden. Film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see I'm how so sick of people trying to control me. Don't ever touch me again, freak. It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. Mm-hmm. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Ja, letzte Episode war auf jeden Fall spannend, mit viel Drama verbunden. Und jetzt geht's weiter. Eine Entscheidung, wie sie auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Max ist ja noch wach, was die wohl macht am PC. Ah ne, die ist eingepennt. Episode 3, Chaos-Theorie. Da haben wir schon mal nicht gut von der Episode. Bei der Chaos-Theorie. Kann ich glaube ich das letzte Mal glaube ich gar nicht gesehen. Okay. Nachricht. Chloe would be all over this. So I better get moving. Was sie mir wohl zeigen will, die Chloe um die Uhrzeit? Ah, das scheiß Graffiti. Das Graffiti haben wir immer noch an der Wand. Gar nicht. No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Jeepers, I am so freaking tired. Es war giesig, die Pflanzen. First I saved Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Okay, ich kann sie gar nicht gießen. Okay, ich fetze mal. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. And ja. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Neuigkeiten aus Arcadia Bay. Online. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmordversuch auf dem Campus. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell-Akademie wäre heute fast vom Dach des Wohnheims auf den Campus in ihren Tod gesprungen.
mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Augenzeugen. Quellen bestätigen, dass die Schülerin Kate Marsh 18 von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch nicht spärlich. Ja, klar, dass sie gemobbt wird, wie sonst was, bleibt natürlich in den Medien wie der sonst wo, weißt du. Wird nur gewähnt, so, ja, hätte ich mal versucht, ja, klar. Dutzende Handys nahmen den Vorfall auf, der damit endete, dass eine nicht identifizierte Schülerin Marsh beruhigte. Hier klicken für das Video und weitere Details. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. 1984, 1997, 2001 und dann erst wieder 2013. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Kate Beverly Marsh, Taylor Christines, gute Besserung, du bist in unseren Herzen. Victoria Marie Beth Chase, all unsere Gedanken gelten dir, Kate. Elvin Harris, denke an dich. Mark Purington, wir lieben dich, Katie, komm bald wieder in die Kirche. Alle hinter dir, hoffentlich geht's besser. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Du hast mich stolz gemacht, ein Teil Blackwell zu sein. Bravo, Max, bravo. Ares und Chikadura. Max Power, episch. Von Vaughn, Max Power. Ich mit Kate vom Dach kommen sehen, war das Tollste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Danke. So macht man Schlagzeilen, Max. Du bist eine Heldin, Max. Danke. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. Warte, was? Ich will das Foto mal ansehen. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. This has to end. In der Tat. Ew. Thanks for the image, Nathan. And everybody here thinks you know you're hurting when you don't give a shit about music. Weil es keine Musik immer mal nachts ist, oder was? Ach, kann ich nicht füttern erstmal. Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. Lampe einschalten, blau. Gut, aber ansonsten können wir hier gar nicht so viel machen. Das Spiel benutzen. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Was können wir schon mal machen? Aber nichts außer ansehen, okay. Verlassen. Okay, this is scary dark. Let there be. Nein. Jo. Whenever you go, there I am. Well, wait. We will wait for Kate. Brooke. Okay, man guckt die anscheinend auch nur an und tut sie nicht kommentieren. Wissen Poster kennen wir schon genug. End of the world party. The end of the world might be coming before your party. Mhm. Ja, das ist Kate ihr Ding. So much hypocrite. Ja, im Endeffekt jetzt alle, die halt gemobbt haben und alles. Jetzt im Endeffekt, wie soll ich sagen, so möchte gern Leid. Ich glaube, die werden damit really nicht trotzdem aufhören direkt. Kate's still alive. No balls allowed. Oh. Wer ist in den Duschen? Oh. Door is open. Out of order. Failure. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Was ist, wenn ich sie tröste?
Hader beschuldigen. Hat sie wirklich so viel mitgemobbt? Sie war doch immer mit der Victoria unterwegs. Deswegen, ich tröste erstmal. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Wo's sie hin? Where did she go? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom in the hospital, but Victoria will like make my life hell if I blab, okay? No doubt. I do hope your mother gets better. Let me know if you need anything. Thanks. You're like weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Ja, wir können da wieder was gegen sie verwenden. Alles klar. Max. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you okay, know. Okay, Taylor weiß selbst nicht, wo Victoria ist. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Ich war nämlich nur scheiße zu Victoria im ersten Episode, weil sie scheiße zu uns war. Und zu allen anderen auch. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Ah ja. Ist auch, ist es nicht das Zimmer von Victoria? Nee, von ihr. Dana. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Ja, wir sind alle verantwortlich. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. Hatte Glück. I was lucky. That's all. No, girl. That was not luck. You made a choice to save her. Like a superhero. Then maybe it's time to catch the bad guys. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Es ist kompliziert. It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Alle schreien waiting for you, Kate. Stella, Kate. Just want you to know. You are in our thoughts. Waiting for a fast recovery. Dann können wir mal, glaube ich, verlassen. Weil hier gibt es anscheinend nicht so viel zu machen. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Bei der Haupteinganghalle. Wir können uns die Bank gucken. Und nachdenken. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline. But I feel kind of invincible now.
Ja, unbesiegbar. Bis auf das wir fast sie auch nicht mehr retten können, weil unsere Zeitreisekraft nicht mehr funktioniert hat. Eichhörnchen. Ja, schönes Eichhörnchen. Kann ich da was machen mit? Ah, neue Nachrichten. Ich muss Max Fragezeichen mal zeigen. Was haben wir noch für SMS? Ach Mama. Danke, dass ich unser Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Born. Jo, Max, ich muss dir nur noch mal sagen, wie verdammt toll du heute mit Geld auf dem Dach warst. Ich erstelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm. Warum sollte man mit einem 3D-Drucker ein Superheldenkostüm herstellen? What the fuck? Du hast dir ein Abendessen auf meine Kosten verdient, zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Keine Nummer. Warte, was? Note im Manzen gehört ausgelöscht. Alles klar. Aber hatte ich nicht auch von Kate? Ne, von Chloe, ne? Ja. Ne, weil da stimmt doch irgendwas nicht. Gab es da nicht irgendwo ein Feld, da ich mir das aussuchen konnte? Chaos-Theorie? Hier. Yeah. Mittwoch. Folge. Wo fängt es denn an, die neuen Texte? Ich will auch nicht zurück. Als ob alle 7 Seiten mehr zu lesen und das allein für kurz mal die Episode anwerfen. Okay. Kate Marsh hätte sich fast umgebracht. Meine Hände zittern noch, aber ich muss das jetzt zu Papier bringen. Zu Beginn von Jeffersons Stunde stieg Kate aufs Dach des Mädchenwohnheims, um zu springen. Alle Schüler und Lehrer sahen ihr zu, als sei es ein Freiluftkonzert in Blackwell. Ich sah sie tatsächlich springen, konnte sie aber durchs Zurückspulen wieder aufs Dach bringen. Drängte mich mehr an als je zuvor und hielt irgendwie komplett die Zeit an. Ich schaffte es aufs Dach, aber mein Kopf drohte zu platzen. Ich merkte, ich würde nicht mehr zurückspülen können, um Kate zu retten. Ich musste sie so zur Umkehr bewegen. Sie war schon so verletzt wegen dem Video und dem Mobbing, dass sie mir nichts glaubte. Du siehst. Warum ist rechte Maus das zurücksetzen, Alter? Du siehst Filme, in denen Leute jemanden einen Selbstmord ausreden, aber es ist ganz anders, wenn du diejenige bist, die das Reden übernimmt. Ich deckte alle Themen ab und Kate wäre trotzdem fast gesprungen. Klischee oder nicht, ich sagte ihr, wie sehr ihre Freunde und Familie sie lieben, auch wenn sie es nicht alle zeigen. Siehe das Wunder, Kate trat vom Rand zurück, lebendig, ich hätte fast geweint. Ich weiß, es geht nicht um mich, aber ich gebe zu, es war ein tolles Gefühl, mich mit Kate vom Dach. Wieso drücke ich immer random die rechte Maustaste, Alter? Vom Dach nach unten vors Wohnheim zu gehen. Wie gesagt, die gesamte Schule und Polizei beobachte uns in völliger Stille. Dann hörte ich jemanden, ich glaube Logan, rufen. Ein Hoch auf Max und alle klatschen und jubelten. So surreal. Leute, die mich sonst ignorierten oder scheiße behandelten, umschwärmten mich auf einmal. Das mag das Merkwürdigste sein, was mir diese Woche passiert ist. Punkt, Punkt, Punkt. Es brachte mich zu der Frage, ob Victoria zusah und was sie bei all dem fühlte.
Ich wollte sie beinahe finden, nur um ihr ins Gesicht zu sagen, dass sie für Kates Suizidversuch verantwortlich ist. Sie ist die schlimmste, aber nicht die einzigste Verantwortliche. Nathan Prescott schien verschwunden zu sein, vermutlich besser so. Danach musste ich noch mit der Polizei reden und eine Aussage machen, sehr merkwürdig. Nachdem man es in fast jeder Detektivshow gesehen hat, musste lügen wie gedruckt, als es um meine Mitschüler ging. Denn ich glaube nicht, dass die Polizei je rausbekommt, was wirklich gelaufen ist. Ja, das sieht nach einem Job für Supermax aus. Sicher. Klar mag ich es, wenn Chloe mich so nennt, obwohl Kate zur Umkehr zu bewegen mir kein heldenhaftes Gefühl verleiht. Vielleicht liege ich falsch, aber ich fühle nichts als Dankbarkeit dafür, dass Kate nicht gesprungen ist. Es war schon bizarr, als uns die Schüler und Lehrer Kate und mich umringten und uns auf Schultern und Rücken klopften, als seien wir Helden. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Immerhin wäre Kate gerade fast vom Dach gesprungen, wegen dieser Leute. Aber wie gesagt, ich kann nicht alle beschuldigen. Ich wüsste auch gar nicht, auf wen ich zuerst zeigen sollte. Das Allerbeste war, dass Kate trotz ihrer Tränen und Verwirrung lächelte, als ihr klar wurde, wie froh alle waren, sie lebendig zu sehen. Lächelte auch, Polizei und seine Täter schnappten sich Kate, legten ihr sanft eine Decke um und eskortierten sie zum Krankenhaus. Sie dankten mir nicht und sahen mich auch nicht wie eine Heldin an. Ich schätzte, sind es gewohnt, ohne Applaus Menschen zu retten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es war cool. Also umarme einen die ganze Schule. Vielleicht ist Blackwell doch nicht so schlimm. Kate lebt, und obwohl ich nicht den ganzen Ruhm für mich beanspruchen will, musste Direktor Wells mich auch noch ausquetschen. Es war surreal, in einem schäbigen Büro mit Nathan, David und Jefferson über den Grund für Kates Selbstmordversuch zu reden. Ich war innerlich aufgetreten und sah immer wieder vor mir, wie Kate auf mich zuging, mit einem Hoffnungsschimmer in ihren Augen. Ein Teil von mir wollte Nathans selbstgefälliges Gesicht auf dem Schreibtisch knallen, da ich wusste, er war verantwortlich. Danach könnte ich einfach zurückspulen, aber ich wusste, ich drücke wieder rechte Maustaste. Das würde zu einer schlechten, gefährlichen Gewohnheit werden. Zum Glück traf Wells die Entscheidung, Nathan zu suspendieren, nachdem ich von den Ereignissen im Club berichtet hatte. Er muss noch mehr über ihn wissen, sonst würde das wohl kein Prescott passieren. Ein wenig Gerechtigkeit für Kate, davon wird es noch mehr geben, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was es gut sein könnte, wenn ich nicht vorsichtig bin. Okay, das klingt für mich irgendwie falsch auf Deutsch übersetzt. Nach der Befragung des Direktors saß ich mit Warren auf dem Rasen und das Gras unter mir fühlen und die Wolken beobachten zu können. Er ist so lieb und sagte mir, wie stolz er ist, dass ich Kate vom Springen abgehalten habe. Ich glaube nicht, dass ich das tat, aber ich ziehe es vor, wie eine Heldin statt wie eine Loser behandelt zu werden. Sagte Warren trotzdem, dass etwas Ominöses im Blackwell vorgeht. Rachel Lambert, Chloe und jetzt auch Kate waren alle Opfer, mich eingeschlossen, wenn ich weiter Detektiv spiele. Ich hätte ihm gerne von meiner Kraft erzählt, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Als ob es den richtigen Zeitpunkt noch gäbe. Und um den Tag auch möglichst surreal enden zu lassen, wurde es dunkel und am Himmel war ein komplett unangekündigter Sonnenfinsternis zu sehen. Was ist bloß los in Arcadia Bay? Liebes Tagebuch, ich kann die Zeit zurückdrehen und versuchte auf dem Dach den Selbstmord einer Freundin sowie die mögliche Zerstörung meiner Heimatstadt zu verhindern. Ich bin am Tisch eingeschlafen und streckte beim Aufwachen die Hand aus, um zurückzuspulen oder nach Kate zu greifen. Ich weiß noch nicht, wie es in meinem Tagebuch darum ging, welcher Anime-Charakter ich sein wollte. Für meine Träume, eine respektierte Fotografin zu sein oder was Chloe und ich später mal tun würden. Immerhin wissen wir, wie gut das gelaufen ist. Chloe ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, also spiele ich, was würde Chloe tun. Das heißt, ich ignoriere meine Hausaufgaben, um Kate Marsh, Rachel Amber und ihr angesehenen Prescott zu recherchieren. Es wäre zu einfach, wenn sie alle miteinander verbunden wären. Also, kommt mir so vor, als wäre der Text für Englisch gedacht und auf Deutsch lambig übersetzt worden, wenn ich sie so lese. Das heißt, ich ignoriere meine Hausaufgaben. Das klingt doch nicht deutsch, Alter. Mittlerweile glaube ich, dass ganz Arcadia Bay damit in Verbindung steht. Ich kann schon den Titel für National Geographic sehen. Mystisch, wissenschaftlich oder apokalyptisch. Der Tornado von Arcadia Bay.
Schaude, apropos Angst. Ich denke immer noch an Kate und die Traurigkeit in ihren Augen. Ich bin so dankbar, dass ihr lebt. Es freut mich zu sehen, wie die Schüler ihre Unterstützung mit Geschenken und Blumen zeigen. Endlich. Nathans Suspendierung ist eine Erleichterung. Es ist gut, ihn eine Weile nicht auf dem Campus zu haben. Wen schätzt, wie viele Anwälte die Prescotts mir auf den Hals setzen. Bitte. Ich bezweifle, dass ihnen die Publicity gefallen würde und ihre Tentakel erreichen den Rest Oregons nicht. Noch nicht jedenfalls. Louis ganz sich selbst verlangte, dass ich mich rausschleiche und sie mitten in der Nacht treffe. Ich wusste, Chloe würde Campus untersuchen wollen, nach dem, was mit Kate passiert ist. Das lässt Chloe nur verzweifelt danach forschen, was mit Rachel geschah, wenn überhaupt irgendwas passiert ist. Es ist komisch, dass ich, obwohl ich im Falle von Ärger zurückspulen kann, jetzt mehr Ärger habe als je zuvor. Wenn dies eine Episode von Twilight Zone wäre, würde ich eine ironische Wendung erwarten. Wie so weit zurückzuspulen, dass ich nicht mehr existiere. Werde ich diese Fähigkeit mein Leben lang haben? Sind Tornado, Schnee und Sonnenfinsternis nur Halluzinationen oder Prophezeiungen? Ist es ein Fluch oder ein Segen? Chloe ist lebendig und bei mir und das muss ein Wunder sein. Was heißt, es muss einen Weg geben, zu verhindern, dass meine Visionen Wahrheit werden. Ja, ich ignorierte die Sperrstunde, um mich mit Chloe zu treffen. Sie meinte, sie wollte mir etwas zeigen. Die Zeit für etwas Detektivarbeit ist gekommen. Auftritt der Blackwell Ninjas. Als ich mich durch die Flure schlich, kam ich an Kates Tür vorbei und sah all die lieben Nachrichten anderer Schüler. Blöd nur, dass es den Großteil Blackwells nicht gekümmert hat, als sie das Video verbreiteten und sie mobben. Alle interessieren sich immer zu spät. Wenigstens wird Kate sehen, dass die Leute zu ihr stehen. Endlich. Ich hoffe, ich kann sie besuchen, wenn der Sturm vorüber ist. Rechte Wortwahl. Alter. So viel Text. Totem ist auch noch. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Maybe Samuel should fix that lamp. Ja, eine kaputte Lampe, Alter. Puh. Was eigentlich mit den Bildern? Da war doch wieder was mit Eichhörnchen, ne? Eichhörnchen und den Bübchen. Oh, the most magical insects. Burn bright. Wenn ich zurückspule, habe ich hier wieder einen Punkt, an dem ich anfangen kann. Ja. Es hat doch safe was mit dem Foto zu tun, der Punkt da. Ja. Muss ich ihn im Sprung fotografieren? Ah ne, hier, Foto. Look at the lens and say nut. Gotcha. Cooles Foto. Wer ist da vorne noch? Der Direktor? Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. I know I have a set of keys on me somewhere. Yeah. He's lucky nobody else saw him like that. Why won't they except fit? Me. These keys are all broken. Max the Ninja strikes again. Also der Schuldirektor ist erstmal besoffen, Alter. Alter, wie idyllisch still das hier einfach ist. Booyah! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Oh. Hey Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed.
Then I had no clue what to say. Passiert, wenn man die Kraft zu sehr und zu viel einsetzt. Rockstar, Kate is alive because of you. You obviously said the right thing, and your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays and find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Chaos Theory. Didn't you say that it was all about Chaos Theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? Ben told we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Das ist halt echt geil. Einfach nachts rausschleifen, gleich nur zu zweit und dann. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... fucking kidding me. Ich versuch aber auch wirklich alles, Alter. It's so stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Die Samen öffnen dich.